Wieder ein herzliches Willkommen aus der Kreissporthalle in Künzell. Dieses Mal steht die Hallenkreismeisterschaft Endrunde der B-Junioren Fulda an. In Gruppe A konnte sich der JFV Gemeinde Petersberg und der SV Flieden durchsetzen. In Gruppe B zog Favorit JFV Viktoria Fulda gleich mit beiden Mannschaften das Los für die Runde der letzten vier. Fulda 1 ließ im Halbfinale Flieden keine Chance und der JFV aus Petersberg bezwang Viktoria Fuldas Reserve mit 0:1. Somit trifft der aktuell Fünfte auf den Tabellenführer der Gruppenliga. Vorhang auf für ein hoffentlich packendes Endspiel. Petersbergs A-Junioren holten bereits einen Tag zuvor den Titel und fast wäre die Gemeinde auch hier in Führung gegangen. Benedikt Erik pariert im Tor des Favoriten, der recht passiv agiert. Die Mann von Trainer Max Lesser lassen nur selten ihr Können aufblitzen. Lukas Gemming scheitert hier an Philipp Krieg im Tor, der eine sehr gute Partie spielt. In der nächsten Szene schießt Niklas Bleul erst den eigenen Mann an und dann übers Tor. So richtig rund läuft es beim Aufstiegsaspiranten der Gruppenliga noch nicht. Nächste Aktion, Rudi Basirov bekommt einen Zuckerpass auf den Fuß gespielt, doch wieder ist Philipp Krieg zur Stelle. Sekunden vor Schluss wird es nochmal richtig spannend. Der JFV aus Petersberg bekommt foulbedingt einen 10 Meter zugesprochen. Janis Eresmann scheitert an Erik und die Partie geht ins 6 Meter Schießen. Beide Trainer müssen nun jeweils drei Schützen auswählen. Fulda beginnt mit Niklas Theissen. Und ihm versagen die Nerven. Das ist die Chance für Petersberg. Maximilian Otto gegen Benedikt Erik. Und Otto trifft. Die Gemeinde geht mit 1:0 in Führung. Nun muss Niklas Bleu für seine Mannschaft nachlegen, sonst wird es richtig eng. Und Krieg hält die Führung fest. Der Druck lastet nun auf den Schultern von Erik und Pascal Dehler. Erik muss halten, damit es weitergeht. Trifft Dehler, ist sein Team Kreismeister. Und der Ball ist drin. Der JFV Gemeinde Petersberg sichert sich auch den Titel der B-Junioren. Herzlichen Glückwunsch! Bei unserem Mikrofon steht Petersbergs Kapitän Konstantin Gerg und 6-Meter-Schütze Pascal Dehler. Also, was war das für ein Gefühl beim Elfmeter? Also natürlich erstmal viel Nervosität, aber die ist abgefallen, dass man einfach reingeschossen hat und die Freude war einfach unbeschreiblich. Und was meinst du als Kapitän? Habt ihr eine gute Leistung gezeigt? Also ich fand unsere Leistung war herausragend. Wir haben in den letzten Wochen so hart in der Halle gekämpft dafür, haben einmal bis zweimal die Woche trainiert. Das war einfach nur Bombe. Also habt ihr verdient gewonnen? Ich würde sagen, wir haben verdient gewonnen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.